Jetzt hast du es fast geschafft. Du hast die schriftliche Prüfung hinter dir und musst jetzt nur noch den mündlichen Teil deiner Abschlussprüfung bestehen. Das fallbezogene Fachgespräch. Keine Angst, du schaffst das. In diesem Video zeigen wir dir, was das fallbezogene Fachgespräch überhaupt ist, wie es abläuft und wie du dich am besten darauf vorbereiten kannst. Fangen wir erstmal mit der Frage an, was das fallbezogene Fachgespräch eigentlich ist. Ganz einfach. Das ist ein Gespräch zwischen dir und den Prüferinnen und Prüfern, in dem ihr über eine praxisbezogene Aufgabe sprecht. In diesem Gespräch musst du beweisen, dass du dich in deinem Beruf auskennst. Schauen wir uns mal an, wie diese Prüfung abläuft. Sie beginnt damit, dass dir zwei verschiedene Aufgaben vorgelegt werden. Du guckst dir dann beide Aufgaben genau an und suchst dir eine davon für deine Prüfung aus. Dabei solltest du auf dein Bauchgefühl hören. Mit welchem Thema fühlst du dich wohler? In welchem Bereich weißt du mehr? Anschließend hast du 15 Minuten Zeit, um die Aufgabe zu bearbeiten und dich auf das Gespräch vorzubereiten. Während deiner Vorbereitungszeit darfst du dir für das Gespräch Notizen machen. Und davon solltest du möglichst viele machen, damit du später nichts vergisst. Gut ist, wenn du schon vor deiner Prüfung übst, wie du deine Notizen am besten aufschreibst. In der Prüfung kannst du nur dann gut damit arbeiten, wenn sie übersichtlich und leserlich sind. Wenn die 15 Minuten abgelaufen sind, wird es ernst. Du trittst vor die Prüferinnen und Prüfer und stellst ihnen die Aufgabe und deine Lösung vor. Anschließend stellen sie dir dazu noch weitergehende Fragen, die du einfach bestmöglich beantwortest. Für das Gespräch solltest du dir eins bewusst machen. Du bist Profi auf deinem Gebiet, also tritt auch so auf. Sei selbstbewusst und zeig den Prüferinnen und Prüfern, was du drauf hast. Nach maximal 20 Minuten hast du es dann auch schon geschafft. Vielleicht klingt das für dich ganz schön stressig, aber wir haben eine gute Nachricht. Wir haben ein paar Tipps für dich, wie du dich auf diese Situation vorbereiten kannst. Unser erster Tipp. Nimm diese Prüfung nicht auf die leichte Schulter. Bereite dich gut vor und schau dir deine Lernmaterialien nochmal ganz genau an. Wenn du inhaltlich fit bist, kann dir kein Prüfer der Welt irgendetwas anhaben. Und dann haben wir noch ein paar Tipps direkt für den Prüfungstag für dich. Achte unbedingt auf angemessene und saubere Kleidung. So bekommen die Prüferinnen und Prüfer dann gleich einen guten ersten Eindruck von dir. Außerdem solltest du am Prüfungstag Stress vermeiden. Achte also auf ausreichend Schlaf und fahr morgens rechtzeitig los. Sei ruhig überpünktlich. Stau- und Zugverspätung treten nämlich immer dann auf, wenn es einem am wenigsten passt. Vielleicht hilft es dir, vor der Prüfung deine Lieblingsmusik zu hören oder ein gutes Buch zu lesen. Was du vor allem aber tun solltest, glaube daran, dass du es schaffst. Das Zeug dazu hast du auf jeden Fall, sonst wärst du gar nicht bis hier gekommen. Also entspann dich ein bisschen und vertrau auf deine Kompetenz. Dann kann dir nichts passieren. Und jetzt wünschen wir dir alles Gute für deine Vorbereitung und drücken dir ganz fest die Daumen. Du schaffst das! Wie immer freuen wir uns über euer Feedback und einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.